Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Baphomets Fluch, die Spiegel der Finsternis Remastered. Im Grunde Baphomets Fluch 2. Es dürfte mittlerweile ungefähr ein Jahr her sein, dass ich das erste Spiel hier auf dem Kanal Let's Played habe. Und damit auch für mich zum ersten Mal wirklich gespielt und verendet habe. Das hier ist jetzt absolut blind. Im zweiten Teil weiß ich jetzt so gar nichts. Ich hatte nur noch vom ersten Teil damals ein paar Erinnerungen aus der Kindheit, aber hiervon nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meister solcher Point-and-Click-Adventure. Ich werde sicherlich hier und da mal festhängen. Das bitte ich zu entschuldigen, aber das dürfte nicht so schlimm sein. Das gehört auch ein bisschen dazu, würde ich behaupten. Ich habe den Ton so ein bisschen voreingestellt, aber noch nicht mal ein neues Spiel gedrückt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie laut das wird. Ich hoffe, es ist okay. Nachverbessern können wir immer noch. Ich würde sagen, wir legen los. Ich bin gespannt, was uns in diesem zweiten Abenteuer erwartet. Ja, neues Spiel. Sein. Professor Aubiers Haus. Sieht ziemlich gespenstisch aus. Ich bin aus Paris fort gewesen und habe Nico fast 6 Monate nicht gesehen. Ich wollte heute eigentlich unser Wiedersehen feiern, aber sie hat etwas anderes vor. Eine Verabredung mit einem Archäologen. Hat irgendwas mit einem Maya-Stein zu tun, auf den sie während ihrer Recherchen gestoßen ist. Der Typ, der uns die Tür aufmacht, sieht für mich gar nicht wie ein Archäologe aus. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Das fängt immer wieder gut für uns an. Eine geradezu wundervolle Situation, in der wir uns befinden, mit diesem ach so feinen, flauschigen Spinnengetier. Okay, Spinne böse. Spinne, wir können spielen, okay. Ich denke mal, ich komme noch einigermaßen klar. Wir klicken erstmal die Spinne an. Okay, wir treten, das wird nichts. Ich kann mich fast gar nicht mehr so gut erinnern. Wie hat man noch mal Sachen... Spinnen kann ich nur 3 Dinge nicht leiden. Wie sie aussehen, wie sie sich bewegen und dass sie auf dem gleichen Planeten leben wie ich. Diese Spinne ist groß, böse, behaart und definitiv kein eingeborener Europäer. Das ist natürlich auch wie ein älteres Spiel, also nicht wundern. So, ich will mal kurz gucken, eben was für Optionen wir hier haben. Hier haben wir die Option schlechthin. Ich hätte es bisher so eingestellt, ich glaube, Sprecher kann ich wieder noch lauter machen. So,
Wenn das oben Hilfe sind, dann will ich das doch nicht anklicken. Wenn du nicht weiterkommst, tippe das Fragezeichen in der rechten oberen Bildschirmecke an, um Hilfe zum Spiel bzw. Steuerung zu erhalten. Tippe das Schraubenschlüsselsymbol an, um den Optionenbildschirm zu öffnen, indem du Spiele laden und speichern oder die Spielerstellungen bearbeiten kannst. Ja, das wollen wir alles nicht. Interessant wäre vielleicht noch das hier unten. Was ist das? 6 Monate später bin ich also wieder hier, in Paris. Jetzt steht ein Treffen mit Nico an. Sie will, dass ich gemeinsam mit ihr irgendeinen Archäologen aufsuche, einen Kerl namens Professor Aubier. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber es hat etwas mit ein paar Gravuren auf einem Maya-Stein zu tun. Die Wahrheit ist, dass ich mich einfach freue, Nico wiederzusehen, warum auch immer. Okay, ich denke mal, das ist so ein bisschen Tagebuch, wo er die Ereignisse festhält. Okay. Also ich habe nach der Spinne treten bringt nichts. Da bringen wir uns eher selbst in Reichweite. Bücherregal. Ich schaue mir kurz die Buchtitel an, in der vagen Hoffnung, eine Taschenbuchausgabe von »Wie man Giftspinnen bekämpft, während man an Stühle gefesselt ist« zu finden. Gab's natürlich nicht. Aber mir fiel bei der Gelegenheit auf, dass eine Ecke des Bücherregals ziemlich wackelig mit einem Holzklotz abgestützt war. Das klingt gut. Dann würde ich sagen, benutzt doch mal das Bücherregal. Vielleicht können wir den Holzklotz irgendwie... Ah, okay. Von wegen, dass nicht das Bücherregal benutzen, sondern den Holzblock sollten wir benutzen. Vielleicht können wir damit die Spinne... Vielleicht war das ein etwas schweres Geschütz, aber es ging ums Überleben. Andererseits bin ich ja immer noch in einem brennenden Haus an einen Stuhl gefesselt, ohne eine Möglichkeit zur Flucht. Ich wüsste nicht, dass es Geschütze gibt, die schwer genug sind für Spinnen. Tut mir leid für alle Spinnenliebhaber. Metallklammer, daran können wir uns wahrscheinlich die Fesseln lösen, oder? Mit einem einzigen mächtigen Ruck hat sich unser Held befreit. Jetzt muss ich mich nur noch um das Feuer kümmern. Alles klar. Ja, die Spinne können wir uns angucken, aber mit dir interagieren möchte ich, glaube ich, nicht. Gelbes, eitriges Zeug sickert unter dem Bücherregal raus. Diese Spinne ist gründlich püriert. Das Seil ist zerfetzt und nutzlos. Ich wollte gerade sagen, nimm das Seil mit, aber scheinbar ist es zerfetzt und nutzlos. Dann nehmen wir es natürlich nicht mit. Ja, wir sollten mal in der Regel immer alles anklicken, nicht wahr? Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Auch wenn er keine Zeit zum Rumsitzen hat. Sicher ist sicher. So, hier scheint mir nichts mehr zu sein. Ne? Auch wenn ich jetzt nach rechts gehe, da kommt jetzt kein weiterer Bildschirm. Nein, gut. Wir haben jetzt zwar die Spinne erledigt, aber wir sind immer noch gefangen. Ne? Und nicht zu vergessen wurde Nico entführt. Das ist natürlich schon mal ein schlechter Start. Und wir sind immer noch in einem brennenden Raum. Das sollten wir unbedingt fixen. Nettes Paar. Aber ob es jetzt nur brennt oder nicht, in Ruhe Fotos angucken, das geht auf jeden Fall noch, ne? Da drinnen habe ich eine Flasche Tequila gefunden. Die wird uns beim Löschen des Feuers nicht unbedingt helfen, aber gut. Normalerweise trinke ich keine harten Sachen. Aber heute war alles andere als ein normaler Tag. Widerlich. Nicht nur, dass der Tequila wie Feuer brennt. Beinahe hätte ich auch noch den Wurm verschluckt. Auf dem Teppich liegt ein kurzes, fleischig-graues Etwas herum. Es ist der Wurm aus der Tequila-Flasche. Okay, soll ich jetzt fragen, warum wir den überhaupt mitnehmen? Ah, mein Inventar ist da. Das ist der winzige Tequila-Wurm. Ich muss unbedingt daran denken, ihn aus der Hosentasche zu nehmen, bevor ich die Hose in die Reinigung gebe. Hat der Augen und Nase oder was ist das? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gut. Tasche zu. Schublade auf. In der Schublade steht ein kleines dekoriertes Töpfchen. Ein kleines, dekoriertes Töpfchen. In dem Topf ist ein Schlüssel. Oh. Sieht aus wie ein Hausschlüssel. Ein Hausschlüssel. Das wird uns wahrscheinlich nicht helfen bei der Tür. Aber ganz abgesehen davon, dass wir vielleicht jetzt nicht den richtigen Schlüssel für die Tür haben, ist die Tür noch mit Feuer versperrt, glaube ich. Ne? Also das müssten wir erstmal loswerden. Und soweit ich sehe, sind die Fenster vergittert. Das ist wohl auch kein Ausweg. Ist das Nikos Handtasche?
Eine moderne kleine Leinentasche mit einem Lippenstift, einem handgeschriebenen Zettel und einem Nylonhöschen mit einem großen aufgestickten Herz quer über der Vorderseite. Mir scheint, Nikos Geschmack muss sich schwer verändert haben, während ich weg war. Naja, das könnte mal ganz nützlich sein. Was hast du jetzt bitte alles mitgenommen? Ach, du hast das Nylonhöschen auch mitgenommen. Das könnte ja mal vielleicht ganz nützlich sein. Dann lesen wir erstmal die Notiz. Ich schätze, der Inhalt des Briefes geht mich nichts an. Aber andererseits könnte er mir einen Anhaltspunkt liefern, worin Nico da eigentlich verstrickt ist. Er ist von André Lobineau, dem Geschichtsstudenten, den Nico vom College her kennt. Den kennen wir auch noch, ja. Sentimentales Geschwafel. Außerdem steht drin, dass die exotische Reizwäsche, wie er es nennt, ein Geschenk von ihm ist. Daneben steht seine Telefonnummer. Lobineau hält sich für meinen Rivalen um die Gunst von Nico. Aber ich kann einfach nicht glauben, dass so eine Schnarchnase überhaupt mit dem Rennen ist. Das ist auf jeden Fall ein gewagter Move von ihm, so einen Brief zu schicken mit Reizwäsche als Geschenk. Naja, gut. Das ist Nikos Lippenstift. Das ist nicht meine Farbe. Und sie erinnert mich zu sehr an Clowns. Clowns, ja. Für Clowns, was wir den ersten Teil erlebt haben. Ich denke, das ist auch bestimmt ein empfehlenswerter Punkt. Also ich würde euch schon empfehlen, den ersten Teil von Baphomets Fluch vielleicht auch anzuschauen, wenn ihr nicht selber gespielt habt. Ich denke mal schon, dass es vielleicht, also gefühlt so, wenn ich so den Titel dieses Spiels lese, glaube ich, dass es vielleicht eine etwas in sich geschlossene Geschichte ist. Aber ich denke, dass es schon Sinn macht, auf die Erfahrung des ersten Teils und auf die kennengelernten Charaktere aufzubauen. So. Ein rotes Höschen mit Spitzenrand und einem großen schwarzen Satinherzen als Verzierung. Okay. Ich frage mich ja, warum er die ganzen Sachen aus der Tasche rausnimmt, bei sich in die Hosentasche steckt und dann weitergeht, anstatt die Tasche einfach komplett mitzunehmen. Könnte praktischer sein, aber kann ich wahrscheinlich nicht. Ich habe Nikos Handtasche doch schon durchstöbert und außerdem steht mir die Farbe nicht. Ach, das ist das Problem. Ach so, okay. Alles klar. Der Pfeil ist spitzer als das aktive Ende einer Stechmücke, aber das hält mich nicht davon ab, ihn einzustecken. Also scheinbar, sobald ich in die Nähe von Sachen komme, wabern die so blau, das ist recht hilfreich. Ich glaube, hier habe ich alles gemacht, ne? Schublade haben wir aufgemacht, ja. Da ist nichts. Das heißt, wir gehen Richtung Feuer. Was immer noch ganz friedlich vor sich hin lodert, sich auch kaum ausgebreitet hat. Zum Glück. Ja, die Schachtel, das ist da, wo die Spinne rauskam, ne? Die Schachtel packe ich nicht mehr an, nachdem die Spinne da drin war. Okay. Kein Druck im CV. Ich schätze mal, die Gaspatrone ist leer. Hat er gerade prinzipiell den Siphon in seiner eigenen Richtung gehalten, das zu testen? Was, wenn er jetzt irgendwie Säure drin gewesen wäre oder keine Ahnung? Weil wir zum Spaß rein uriniert hätten. Okay, also das Ding ist, funktioniert nicht, ja? Das ist ein Siphon, wie man ihn benutzt, um Drinks mit Sodawasser aufzufüllen oder um Clowns nass zu spritzen. Du hast es immer noch mit Clowns, ne? Ist doch so ein bisschen so ein Trauma für dich. Verstehe ich aber auch. In der Holztür des Schränkchens ist ein sehr kleines Schlüsselloch. Das Schränkchen ist verschlossen. Ich nehme an, der Schlüssel wird nicht passen, ne? Das ist ja der Hausschlüssel, das macht eigentlich keinen Sinn, ich versuch's natürlich trotzdem. Der Schlüssel ist viel zu groß für das winzige Schlüsselloch. That's what she said. Okay, auf. Kann das vielleicht aufbrechen mit dem hier? So ein bisschen Lockpicking betreiben? Ich wüsste nicht, was wir sonst machen sollen. Tatsächlich, okay. Was war das? Als ich das Schloss öffne, werden die Türen von irgendwas aufgesprengt. Gut, dass wir nicht ins Feuer gesprengt wurden. Und gut, dass das Feuer nicht in den Schrank hochgeht. Das Schränkchen ist schon offen. Ein Zylinder. Der Zylinder ist heiß. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen anfassen. Ein kleiner Metallzylinder. Haben wir irgendwas, um den
Ja, wir haben etwas rein theoretisch. Mal gucken, ob das funktioniert. Das Höschen, das ich in Nikos Handtasche gefunden habe, ist genau das Richtige, um es um den heißen Zylinder zu wickeln. Das ist auch so ein Satz. Er wickelte das Höschen um den heißen Zylinder. Muss man da noch mehr zu sagen? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir den Zylinder, ja? Ein Metallzylinder mit einem Ventil an einem Ende. Okay. Den sollen wir wahrscheinlich jetzt in den Siphon einbauen, oder? Alles andere macht ja keinen Sinn. Es ist eine Gaspatrone, okay. Der Zylinder zischt leise, als das Gas entweicht. Und schon habe ich einen geladenen und einsatzbereiten Feuerlöscher. Ja, er hat ihn auf sich selbst gerichtet. Er hat es diesmal nämlich auch getan und sich selbst vollgespritzt. Und das, nachdem er das... Nein. Also ganz ehrlich, was ist das? Ist das Absicht? Das ist doch bestimmt Absicht, oder? Er nimmt das Nylonhöschen, wickelt es um den heißen Zylinder und spritzt sich dann mit dem Siphon selbst ins Gesicht. Also wenn das Zufall ist, dann ist das krasser Zufall. Okay, dann wird's ein Siphon mal aufs Feuer. Ich hoffe mal, das bisschen Wasser dann reicht aus. Und ich hoffe, es ist auch wirklich Wasser. Mit einem wohlgezielten Schwall aus seinem Siphon rettet unser unerschütterlicher Held das Haus und sein Leben. Jetzt ist es aber höchste Zeit, nach Nico zu suchen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das Feuer hätte so löschen können. Ich glaube nicht, dass das Siphon gereicht hätte, aber ich bin auch kein Experte und ich hoffe auch nicht, dass ich jemals in die Situation komme, dass ich das rausprobieren muss. So, die Tür. Ist die wenigstens offen? Ich will mir nicht die Hände am rotglühenden Türknopf verbrennen. Das macht Sinn. Und es ist auch nicht die Zeit für Feinheiten. Okay, George hat seine eigenen rabiaten Methoden, aber er hat schon recht. Es ist nicht die Zeit für Feinheiten. Ach ja, ein weiteres Baphomets Fluch. Aber hey, in dem Paket, was ich damals geholt habe für den ersten Teil, als ich den wieder ausprobieren wollte, war halt auch der zweite enthalten. Und ich dachte mir, irgendwann mache ich den auch mal. Ich glaube, der dritte war auch enthalten. Also gut möglich, dass ich den auch irgendwann machen werde. Wenn es mir dann weiterhin gefällt und mir gefiel es ja auch. Es hat ja seinen Charme. Ein Zeitungsausschnitt. Tür. Gibt es eine Tür da hinten? Abgeschlossen. Okay. Lass mich raten, die Haustür auch. Dafür haben wir wahrscheinlich den Schlüssel bekommen, ne? Den nutzen wir aber erst gleich. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe wohl wenig Chancen, diese Tür einzutreten. Ich würde erstmal gucken, dass wir uns den Zeitungsausschnitt und das Telefon anschauen. Bevor wir irgendwelche Keys verwenden. Ein Stück einer Zeitung, zweimal gefaltet. Er handelt von einer bevorstehenden Sonnenfinsternis. Unglücklicherweise wird sie von Europa aus nicht zu sehen sein. Der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu sehen, ist Mexiko. Na, irgendwas sagt mir, dass es uns dieses Mal nach Mexiko verschlagen wird. Der erste Teil hat eigentlich im Großen und Ganzen ja recht weitreichend innerhalb Europas stattgefunden. Wenn wir dieses Mal nach Mexiko gehen, dann... Vielleicht doch mehr in die Richtung Südamerika, ne? Logischerweise Südamerika und Mittelamerika. In dem Bereich wird es dann wahrscheinlich angesiedelt sein, aber das haben ja auch schon die Intro-Szenen ziemlich deutlich gemacht. So wenig ich ihn auch mag, vielleicht ist Lobino meine einzige Chance, Nico zu finden. Der gute Lobino. Hi, André. Wer ist da? Hier ist George Stobart, Nikos Freund. Meinst du nicht Ex-Freund? Hör mal, ich rufe dich nicht an, um mich mit dir zu streiten. Ich muss mit dir reden. Über Nico. Kannst du nicht akzeptieren, dass sie sich einfach nicht für dich interessiert? Hör zu, André, wir müssen reden. Nikos Leben hängt davon ab. Okay. Erinnerst du dich an das Café Montfaucon? Klar. André? Sehr gesprächig, der André. Nee, du kommst nicht, du Penner. Ich habe keine Ahnung, warum sein... Ich fühle den unerklärlichen Drang, mir das Ohr zu waschen. Ja, ich auch, weil du mir gerade so in ein Ohr reingesprochen hast und das andere Ohr nicht belastet wurde. Okay. Der Hausschlüssel passt hier nicht. Okay, wollte mal testen. Hätte sein können, dass wir damit noch mehr als eine Tür öffnen können. Ich dachte mir schon, dass die große Tür die richtige ist.
Ich schließe die Tür auf. Ich freue mich nicht gerade darauf, Lobineau wiederzusehen, aber er ist meine einzige Verbindung zu Nico. Ich eigentlich schon, aber es war auch ein Charakter aus dem ersten Teil und ich freue mich, Charakter aus dem ersten Teil wiederzusehen. Oh Gott. Als ich im Café ankomme, sehe ich keine Spur von Lobineau. Ich werde erstmal einen Kaffee bestellen und auf ihn warten. Das war so einer der Orte schlechthin, wo ich ziemlich lang gehangen habe, das weiß ich noch. Weil ich nicht wirklich wusste, was ich tun sollte. Damals. So. Ein Mann, ein Fläschchen, der Herr Kellner. Ich bestelle jetzt mal was. Oh, Garçon. Er ignoriert mich. Ich bin sicher, das ist Absicht. Okay. Verzeihen Sie, aber kennen wir uns nicht? Hä? Sie waren doch damals hier, als ich die Katakomben entdeckt habe. War ich das? Oh, ich erinnere mich. War nicht wie Polizist oder noch bei der Polizei? Nein, nicht mehr. Ich bin ein Mann im Ruhestand. Und was bringt Sie zurück nach Paris? Stimmt, den Polizisten kenne ich, glaube ich, auch noch. Der war auch die ganze Zeit nur hier, oder? Also wir haben mehrere von der Polizei kennengelernt, aber er war immer hier. Wir suchen nach Nico und wollen andere treffen, müssen andere treffen. Meine Freundin. Oh, die junge Liebe, ja, toujours l'amour. Trinken wir eine Flasche Wein zusammen? Also hören Sie, das würde ich ja wirklich gerne, aber ich muss einen klaren Kopf behalten. Meine Gesellschaft ist Ihnen wohl nicht gut genug. Ich könnte es ja besser verstehen, wenn ich George jetzt links hören würde und ihn rechts hören würde, aber es ist ein bisschen komisch mit dem Einseitigen. Ist aber nicht so schlimm. So, wir können jetzt ein bisschen rumfragen, ne? Wie üblich. Erzähl doch erstmal von dir, was ist dir so widerfahren in letzter Zeit? Warum sind Sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Man hat mich gezwungen, meinen Abschied einzureichen. Das berühmte goldene Schulterklopfen. Nur war es in meinem Fall eher Kupfer als Gold. Und warum? Man hat einen Sündenbock für das Versagen des Departements gesucht. Haben Sie jemals von einem Professor Aubier gehört? Non, Monsieur. Der Name sagt mir nichts. Offenbar ist er Experte für Geschichte und Kunst der Maya. Das liegt ein wenig außerhalb meiner Kenntnisse, Monsieur. Wenn er ein Serienmörder oder ein Sodomist wäre, dann könnte ich Ihnen helfen. Aber so... Okay. Warum beenden wir das Gespräch? Ich hätte noch ein paar mehr Sachen zu fragen. Ich weiß nicht, weswegen er sich für so einen komischen Da interessieren sollte, aber... Was halten Sie von diesem Fall? Ich erinnere mich an einen Fall, in dem das Opfer mit genau so einem Instrument getötet worden war. Das Gift wirkte in Sekunden und sein Körper quoll auf wie ein automatisches Rettungsfloß. Das klingt ja sehr appetitlich. Was halten Sie von diesem Zeitungsausschnitt? Waisenhaus beliefert Fastfood-Kette? Nein, der Artikel da drüber. Oh, totale Sonnenfinsternis. Naja, ziemlich langweilig im Vergleich. Ich verstehe gar nichts von einer Sonnenfinsternis. Bitte was? Waisenhaus beliefert Fastfood-Kette? Ich hätte verstanden, Fastfood-Kette beliefert Waisenhaus. Aber wie beliefert ein Waisenhaus eine Fastfood-Kette? Ich glaube, das möchte ich gar nicht wissen. Das war sehr verstörend, aber gut. Was halten Sie von diesem Zettel? Aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Deutung von Handschriften kann ich Ihnen sagen, dass der Schreiber der manisch besessene Typ ist. Wahrscheinlich mit einem ausgeprägten Ödipus-Komplex. Hey, Sie haben fast alles richtig rausgefunden, bis auf den Pferdeschwanz. Okay, viel mehr kann ich ja nicht machen. Soll ich mit seinem Fläschchen was machen? Ich kann dem Mann sein Fläschchen nicht wegschnappen, solange er hinguckt. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich mit dem Fläschchen soll, aber wenn ich mal sehe, dass du nicht hinguckst, dann stehle ich mir das mal, vielleicht. Vielleicht möchte der Kellner mit mir sprechen mal. Hey, Kellner. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, wenn es keine Mühe macht. Sobald ich diesen Ernie fertig bedient habe. Guckt da jemand weg vom Fläschchen? Ich achte gerade drauf. Na, er gibt halt immer was nach von seinem Fläschchen, das sehe ich wohl. Na, immerhin bekomme ich meinen Kaffee. Ein Kaffee. Ein Kaffee. Was schüttet dieser Kerl dauernd aus seiner Flasche nach? Absinth. Absinth?
Ich dachte, der wäre so gefährlich und in Frankreich verboten. Stimmt beides. Schauen Sie mich nicht so an. Von mir hat er das Zeug nicht. Kennen Sie einen Kerl namens André Lobineau? Ja, kenne ich. Was ist mit ihm? Ich soll mich hier mit ihm treffen. Habe ich ihn schon verpasst? Nein, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Haben Sie mal von Professor Aubier gehört? Oh ja, er hat diese Schauspielerin geheiratet, den Dachshund. Sie sind oft hergekommen, der verrückte Professor und der Filmstar. Okay, immerhin kennt er den und Informationen haben wir auch bekommen. Wenn Aubiers Frau ein Filmstar war, warum habe ich dann noch nie von ihr gehört? Sie war berühmt, ihre in Frankreich. Die Welt endet nicht am Strand von Hollywood. Ihr Künstlername war Carol Climax. Sie ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Wie ist Aubiers Frau gestorben? Ich habe gehört, er soll sie erschossen haben. Und er ist damit durchgekommen? Er hatte einen guten Anwalt und ein wasserdichtes Alibi. Warum würde eine so bekannte Person des öffentlichen Lebens wie Aubier alles riskieren für einen Mord? Er wäre nicht der Erste, oder? Außerdem kommen Leute wie er immer mit einem blauen Auge davon. Kennen Sie den Mann da drüben? Das können Sie wohl annehmen. Der ist Ihr Stammkunde. Das war er schon immer. Seit ich ihn kenne. Schauen Sie mal, ein vergifteter Pfeil. Oh, ja klar. Doch, der ist echt. Hat meine Freundin innerhalb von ein paar Sekunden umgehauen. Wie romantisch. Das klingt, als hätten Sie eine wirklich liebevolle Beziehung am Laufen. Das wäre alles. Vielen Dank. Na, da ist er ja. André. So. Das ist wirklich eine Überraschung, Georgie. Normalerweise würde ich dich nicht anrufen. Aber Nico ist in Schwierigkeiten, André. In großen Schwierigkeiten. Du musst mir helfen, sie zu finden. Wieso? In was hast du sie diesmal verwickelt? Du warst es doch, der ihr Professor Aubier als Experten für Maya-Kunst empfohlen hat. Und jetzt hat sein Butler sie gekidnappt. Und er hat versucht, mich zu töten. Jedes Mal, wenn sie sich mit dir einlässt, bekommt sie Ärger. Sie zu verlassen war das Beste, was du für sie tun konntest. Mein Vater lag im Sterben. Verflucht nochmal, ich hatte keine andere Wahl. Naja, ihr ging es ja schnell wieder besser, sobald sie wieder zu ihren alten Freunden zurückkam. Vergiss es, André. Im Moment ist Nico in Gefahr und wir müssen zusammenarbeiten. Also, wie kann ich dir helfen? Nico wollte mit Aubier über einen Stein sprechen. Ach ja, diesen Stein hier. Darum geht es also bei diesem ganzen Ärger. Genau, Nicole hat mir aufgetragen, ihn mit meinem Leben zu bewachen. Naja, etwas mehr wird er schon wert sein, oder? Wirklich sehr komisch. Nein, was komisch ist, ist die Tatsache, dass dein Leben jetzt wirklich in Gefahr ist. Wovon redest du? Der Stein ist ein Maya-Kunstwerk, Blödmann. Und der Typ, der Nico gekidnappt hat, stammt aus Mittelamerika. Sie sind hinter dem Stein her. Oh mein Gott, du meinst wirklich, ich bin auch in Gefahr? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir es mitbekommen hätten, was da mit seinem Vater war. Ich denke mal, das sind Dinge, die jetzt einfach zwischen den beiden Spielen passiert sind. Aber macht ja auch Sinn, ist ja ein bisschen Zeit vergangen und wir sind ja anscheinend zurückgekommen von der Situation. Wieder hier nach Paris. Und natürlich geht die Scheiße gleich weiter, ne? Wie kann es auch anders sein? Dann sprechen wir doch mal über den Stein. Was meinst du, was bedeutet die eingemeißelte Zeichnung auf dem Stein? Ich weiß nicht, ich habe sie niemandem gezeigt. Warum gibst du ihn mir nicht einfach? Ich will nicht deinen Tod auf dem Gewissen haben, George. Wo hat Nico den Stein her? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Oh doch, du solltest. Es hat etwas mit Schmuggel zu tun. Okay. Was hältst du von dieser Vase? Ich meine, er hatte von sowas Ahnung, ne? Was kannst du mir über diesen Topf erzählen? Süd- oder Mittelamerika, würde ich sagen. Ein Freund von mir könnte dir da mehr sagen. Wo kann ich den Typen finden? Er besitzt eine Galerie am linken Ufer, die Galerie Glees. Die Galerie Glees, da sollten wir da mal vorbeischauen. Gut. Warum hat Nico den Stein zu Aubier gebracht? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie vermutet, dass irgend sowas passieren würde. Wenn sie verletzt ist, André, dann breche ich dir jeden Knochen im Leib. Ach, das ist wieder mal typisch für dich. Meinst du nicht, mich kümmert es auch, was mit Nicole los ist? Mir kam der Gedanke, dass Würmer gar keine Knochen haben, die man brechen kann. Aber ich behielt ihn für mich.
Erzähl mir was über deinen Freund Ubier. Naja, eher ein Berufskollege als ein Freund. Ich verstehe. Mit anderen Worten, du kennst ihn überhaupt nicht. Nicht so richtig. Beschäftigt Ubier einen Kerl aus Mittelamerika? Vielleicht. Weiß ich nicht. Weißt du, was das hier ist, André? Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat mehr Rückgrat als du. Du hältst dich für lustig, was? Bis später. Adieu, Georgie. Die letzte Stichelei musste unbedingt noch sein. Aber wir haben einen anderen Punkt. Gleichzeitig einige hundert Kilometer entfernt. Okay. Ich habe genug von Ihren Spielchen, Kolar. Sagen Sie mir, was Sie mit meinem Stein gemacht haben. Ich dachte, Ihr Geschäft wäre nur der einfache Kokainschmuggel, Karsak. Warum interessiert Sie der Stein so? Genug. Entweder Sie sagen mir freiwillig, was ich wissen will, oder Pablo hier wird Sie zum Reden bringen. Okay, naja, ich dachte, jemand an der Uni könnte mir vielleicht helfen. Also, ich habe mit einer meiner Freundinnen geredet und sie hat mir erzählt, dass ihr Freund Dozent sei. Ich habe den Stein an die ethnologische Abteilung geschickt. Wissen Sie, ich dachte, er wäre aus Südamerika, also... Sie kaufen mir das nicht ab, stimmt's? Das langt! Ich habe keine Zeit, mir Ihr hirnloses Gequassel anzuhören. Wir werden Sie hier lassen zum Nachdenken. Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden Sie bereit sein zu reden. Und immerhin lebt sie noch, aber es ist ja auch kein Wunder. Scheinbar wollen sie also immer den Stein haben. Und für die ist Nicole der einzige Anhaltspunkt dafür. Ich frage mich so ein bisschen, ob ich diese Flasche jetzt mitnehmen sollte, irgendwie. Ich wüsste nur gerade beim besten Willen nicht wie. Ich spreche mal mit dem Gendarm. Ich kann noch ein paar Fragen stellen. Fehlt Ihnen die Arbeit als Gendarm? Ah oui, natürlich. Oh. Als ich noch eine Uniform trug, hatte man Respekt vor mir. Aber nun nicht mehr. Die Chance. Und zack, ich weiß nicht, wozu ich es brauche, aber hey, besser haben. Ich schnappe mir das Fläschchen. Als brauchen. Und der starke Geruch von Absinth hüllt mich ein. Ein hochprozentiges und illegales alkoholisches Getränk. Am Morgen, dass wir nicht gefilzt werden. Verzeihen Sie. Was? Was trinken Sie da? Das ist Wein. Der Kellner meinte, das sei Absinth. Der Blödmann kann doch Pernod nicht von Katzenpisse unterscheiden. Haben Sie keinen Einspruch gegen Ihre Entlassung eingereicht? Das wäre zwecklos gewesen. Es stand mein Wort gegen das des Chefinspekteurs. Und der wiederum ist ein enger Freund des Direktors des Grünen Museums, in dem ich Patrouille gehen sollte. Könnte ich noch mehr mit ihm machen? Wie einen Wurm da reinlegen? Das ist ein bisschen fies, aber... Verzeihen Sie. Nee, kann ich nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. War auch ein bisschen gemein, der Gedanke, ich weiß. Verzeihen Sie. Lassen Sie mich... Okay, jetzt will der gar nicht mit uns reden. Ich habe so ein bisschen alles erschöpft erstmal. Und der Kellner ist schon wieder weg, bevor ich ihn ansprechen konnte. Und will eigentlich meinen Kaffee zahlen. Jetzt können wir vielleicht wieder den Gendarm ansprechen. Also mal gucken. Verzeihen Sie. Was? Okay, gut. Was sagten Sie? Welches Museum sollten Sie bewachen? Okay. Das Grün. Und es war ja nicht so, als ob irgendetwas gestohlen worden wäre. Nur so ein rostiges, altes Dreibein. Das Dreibein, das ich ein paar Wochen später zurückgebracht habe. Daran erinnere mich noch an das Dreibein, dass wir es gestohlen haben, ja. Verzeihen Sie. Was? Haben Sie schon mal von Carol Climax gehört, dem Filmstar? Ja, aber ich mag die Art Filme nicht, die sie gemacht hat. Es liegt an diesen Dreckfilmen, dass die Moral in unserer westlichen Zivilisation den Bach runtergeht. Ich finde es gerade interessant, weil ich habe jetzt diese Option nicht mehr, ihn auf seine Situation anzusprechen. Ich frage mich, ob ich nur drei Chancen habe, das zu klauen. Dann ist es vielleicht gar nicht mandatory, das den Absinth zu haben. Aber mal gucken. Vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Stimmt es, dass Carol Climax von ihrem Mann ermordet worden ist? Das ist das Erste, was ich davon höre. Ich dachte, sie hätte sich einfach ins Privatleben zurückgezogen. Okay. Das sind aber sehr unterschiedliche Informationen, die die Leute bekommen haben über diese Frau. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Sie ist gekidnappt worden. Gekidnappt? Ja, das war unser erster Tag zusammen, nach vielen Monaten der Trennung. Das ist ja wirklich traurig. Mon Dieu, das macht mich ganz depressiv.
Okay, das wäre doch eine Option, an den Absinth ranzukommen, aber ich habe ihn ja schon. Lass mir den armen Mann ehrlich mal in Ruhe. Es ist so schön, um an so einem wunderbaren Sommertag im Café zu sitzen. Vor allem könntest du in die Luft fliegen, nicht wahr? Ich habe keinerlei Verlangen, in die Kanalisation runterzusteigen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt habe ich eine weitere Spur. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Ich wüsste nicht, was ich in Aubiers Haus noch soll. Aber das könnte wahrscheinlich wichtig sein, wenn man da nicht alles mitgenommen hat. Ne? Aber ich habe das Gefühl, ich habe da alles mitgenommen. Also würde ich sagen, gehen wir als nächstes zur Galerie und fragen den Experten. Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Die Wüste. Zu wenig Gehalt für zu viel Geld, wenn man mich fragt. Hi, Mädels. Hab ich einen Witz verpasst? Okay, sehr freundlich. Nun, ich glaube, da haben wir eine Sprachbarriere. Okay, hier haben wir zwei sehr vielsagende Gentlemen, die sicherlich auch gut Bescheid wissen. Fangen wir mal mit dem Mann hier vorne an. Nicht mit seinem Glas, mit dem Mann. So wie der Typ sich an dem Glas festkrallt, bräuchte ich ja ein Brecheisen, um ihm das abzunehmen. Oh, lass mich raten, ich muss irgendwie einen Weg finden, Absinth in sein Glas zu träufeln, oder? Sprechen wir erstmal mit ihm. Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Gütiger Himmel, nein. Dann nehme ich an, dass da drüben muss er sein, richtig? Ihre Fähigkeit zu deduktiver Logik versetzt mich in Erstaunen. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Aber natürlich. Ich war vorhin in seinem Haus. Wenn Sie schon mit Namen angeben, dann wenigstens mit solchen, die es wert sind, ja? Ich dachte, Aubier wäre ein angesehener Mann. Also sein letztes Buch war nichts weiter als pseudo-intellektuelles Gequatsche. Das geistlose Gepöbel eines drogenabhängigen Ex-Wissenschaftlers. Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urinprobe. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Würden Sie mir kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Topf sagen? Ja, très rapouche. Rapouche? Scheußlich. Ja. Was zum Teufel machen Sie denn da? Rippt meine Vase? Das war mein allerheiligstes Artefakt. Sie haben meinen Topf zerschlagen. Natürlich. Er war nicht nur wertlos, sondern auch hässlich und eine Beleidigung fürs Auge. Für Ihres vielleicht? Glauben Sie mir, ich habe Ihnen nur einen Gefallen getan. Ich weigere mich, auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein Gespräch mit diesem Idioten zu verschwenden. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Der Topf ist in zu viele Stücke zersprungen, als dass man ihn noch reparieren könnte. Mein Topf, ich frage mich gerade, ob das verhinderbar gewesen wäre, indem ich ihm den nicht zeige und der Topf vielleicht irgendwann eine unfassbare Rolle gespielt hätte. Aber vielleicht ist es auch okay. Kreditkartenleser, okay. Sprechen wir erst mit dem Besitzer. Das wird er sein, ja. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Natürlich, Sir. Wenn ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann, gern. Sie sind Engländer? Heutzutage betrachtet man sich vorzugsweise als Europäer. Klar, was immer Sie sagen. Und wie genau kann ich Ihnen helfen, Sir? Fragen wir erst über den Stein. Wonach ich Sie eigentlich fragen wollte, ist ein schwarzer Stein. Ein schwarzer Stein? Ja, ein Artefakt der Maya-Kultur. Etwa so groß wie meine Hand. Tut mir leid, Sir, aber die Nachfrage nach schwarzen Steinen ist nicht sonderlich groß. Wenn Sie sich für Maya-Kunst interessieren, ich hätte da ein paar ganz exquisite Töpfe. Ich auch, bis dieser Trampel ihn zerdeppert hat. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch mal einen exquisiten Topf. Und jetzt ist er weg. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Selbstverständlich. Sein Name ist ein Synonym für Maya-Kunst. Eine Menge dieser Kunstwerke hier stammen von Aubier selbst.
Ich nehme doch an, Sie haben eine Importerlaubnis für diese Antiquitäten. Natürlich, aber das ist auch nicht mein Problem, Sir. Der Professor arrangiert den Transport. Wir brauchen die Sachen nur an den Docks abzuholen. Glauben Sie an die Geschichte, dass Ubier seine Frau ermordet haben soll? Selbst wenn es stimmt, wer könnte ihm dann einen Vorwurf machen? Sie war eine opportunistische Schlampe. Zumindest habe ich das gehört. Zumindest hast du es gehört, aber rausposaunt tust du es trotzdem gerne. Haben Sie schon mal einen Film mit Ubiers Frau gesehen? Nur einen. Glauben Sie mir, ich war geschockt, angewidert, entsetzt und abgestoßen. Naja, dann haben Sie ja richtig etwas geboten bekommen für Ihr Geld. Als ich das letzte Mal im Kino war, habe ich mich lediglich gelangweilt. Könnten Sie mir wohl verraten, welche Docks Professor Ubier für seinen Kunstimport das benutzt? Das könnte interessant sein. Der Himmel, nein! Ich werde doch nicht meine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern. Schade, das hätte echt geholfen. Kommen hier viele zentralamerikanische Indios einkaufen? Nein, Sir. Wir sind hier in Paris. Zentralamerika liegt mehrere tausend Kilometer südwestlich von hier. Quer über den Atlantik und dann links. Sie können es gar nicht verfehlen. Tja, aber wie das so ist, habe ich gerade heute Morgen ein paar zentralamerikanische Indios gesehen. Touristen, Sir. Paris ist zu dieser Jahreszeit voll von ihnen. Dieser Gentleman da drüben scheint ihren Wein sehr zu genießen. Ich wüsste nicht warum. Es ist ein ziemlich billiger. Ich habe diesen Zeitungsartikel gefunden. Er berichtet über eine bevorstehende totale Sonnenfinsternis. Wirklich, Sir? Sowas, sowas. Faszinierend. Ich denke mal, ans Kartenlesegerät würde mich nicht einfach so ranlassen, eine oder? Eine Maschine, mit der Kreditkarten eingelesen werden. Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung für einen Kreditkartenleser. Ich denke, auch da hinten würde mich nicht hinlassen, oder? Eine recht stabile Verpackung. Mal sehen. Ich geh mal hier mich umgucken, ne? Ist alles gut, ne? Nee, ist glaube ich nicht gut. Sie, Sir. Schade. Ja, diese Räume sind privat. Oh, ich darf also nicht da hinten rein? Nein, Sir. Ich nehme mal an, dass wir da hinten rausfinden können, wo dieser Hafen ist. Dieser Umschlagplatz für die ganzen Antiquitäten. Ich nehme auch an, dass um dahin zu kommen, wir ein Ablenkungsmanöver starten müssen. Und ich glaube, dafür brauchten wir auch den Absinth. Das werden wir nämlich irgendwie so halb geheim vielleicht in seine Gläslein träufeln müssen. Und dann mal gucken, was passiert. Ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Für die erste Folge reicht mir das. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.